Die Tischtennisdamen des TTSV Frau Lautern haben ihre erste Zweitbundesliga-Saison fast hinter sich. Sie haben den Klassenerhalt geschafft, letzte Woche alles klar gemacht und so ohne Druck spielt sich das richtig gut. In Wombach gestern ein 5:5 und heute Nachmittag gab es dann einen glatten 6:0-Erfolg gegen Burgstetten. Daniel Scheider haben wir mal an die Klosterschule geschickt. Idyllisch geht's zu in Frau Lautern. Beinahe könnte man übersehen, dass hier in der Klosterschule regelmäßig Damentischtennis der Extraklasse geboten wird. Denn alleine die Wettkampfstätte zu finden, gleicht einer mittleren Odyssee, wenn man nicht regelmäßiger Tischtennis-Zuschauer ist. Immerhin haben wir die Klosterschulturnhalle dann doch noch erspäht und kamen rechtzeitig zur Verleihung des saarländischen Sportförderpreises durch Innenministerin Kramp-Karrenbauer. Damit wurde unter anderem das erfolgreiche Nachwuchskonzept des TTSV ausgezeichnet. Zu den Etablierten allerdings gehört sie, Patricia Aubry, die Nummer 2 der Frau Lauterer Damen. Hier in ihrem Einzel gegen Burgstettens Tanja Riss. Die Französin hatte die ersten beiden Sätze überraschend leichtfertig abgegeben. Erst dann und mit gehörig viel Wut im Bauch kam sie noch zu einem klaren Fünfsatzerfolg mit begeisternden Schlägen. Aubry, die gemeinsam mit der Amerikanerin Reed erst zu Saisonbeginn ins Saarland kam, ist übrigens alles andere als ein fahrender Söldner. So, bei uns ist es wirklich nicht so, weil die Patricia, also die kommt freitags immer, die ist super witzig. Die redet zwar gar kein Wort Deutsch, aber dann ist sie auch in der Familie, wo sie nicht viel Französisch reden, aber die sind immer im Lachen. Ich habe auch keine Vorstellung, wie, aber dasselbe ist mit der Jasna, die spricht ja auch amerikanisch. Aber die hält jeden auf Trab, dann redet sie mit dem einen und die gehen halt immer auf den Verein zu. Und das ist wichtig, dass die Zuschauer nicht den Eindruck haben, die kommen nur, um die Kohle halt eben abzuzocken. Jasna Reed konnte heute ganz befreit aufspielen, denn nachdem zwei Spielerinnen bei Burgstetten abgesagt hatten, bekam Saarlouis zwei Gewinnpunkte kampflos zugesprochen. Die Olympia-Qualifikantin machte mit ihrer Gegnerin kurzen Prozess und gab ein wenig Anschauungsunterricht. Genau das brauchen die jüngeren Saarländerinnen, um von der Erfahrung der Profis zu profitieren. Freitags vor den Spielen trainieren wir immer alle zusammen. Und ich finde, für mich ist es ganz wichtig im Doppel, wenn man einen guten Doppelpartner hat. Der gibt einem so, sage ich mal, den Rhythmus von einem richtigen Spiel. Da lernt man, weil dann spielt man mit einem zusammen. Und das hat mir unheimlich geholfen, da nochmal den Rhythmus zu finden, ein bisschen Tempo und was draufzulegen. Also das fand ich ganz gut, dass ich da mal mit der Jasna Doppel spielen konnte. Kirsten Falk selbst war es dann vorbehalten, durch einen 3:1-Erfolg gegen Steffi Grossmann für den entscheidenden 6. Punkt zu sorgen. Die Nachwuchsspieler im hinteren Parkkreuz haben dazugelernt. Das Saisonfazit fällt dementsprechend gut aus. Es war die erwartet schwere Saison. Unsere Talente, die haben sich in der Vorrunde sehr schwer getan. In der Rückrunde stehen immerhin zwei jetzt ausgeglichen bzw. positiv. Und das zeigt doch eine positive Tendenz nach oben. Diese Tendenz lautet, Spitzentischtennis wird auch in Zukunft in Saarlouis zu sehen sein. Natürlich auch mit ausländischen Topspielerinnen, die das Publikum in die Halle locken sollen. So, und bei uns wird noch ein bisschen getestet. Ich freue mich, dass Jasna Reed bei uns ist und Heinz Falk nochmal, der erste Vorsitzende des Vereins. Im Hintergrund wird kräftig gewinkt. Immer der in die Kamera winkt, muss beim nächsten Training einen ausgeben. Weißt du das schon? Nee, ne? Aber haben wir jetzt gelernt. So, bevor wir anfangen, spielen wir unser berühmtes Spiel. Klappt es heute oder klappt es nicht? Letzte Woche hat es geklappt. Jasna darf einfach mal hier kräftig draufdrücken. Wir spielen unser Vereinsbingo. Please push one time. Okay, you can start. So, now you see our wonderful Saarland. Now we have to push the second time. Wait a little bit. You will see the different villages. Now once more. Und sie ist nach Altstadt gekommen, Kirkel, Altstadt, dort gab es früher mal ein Tischtennisturnier, weiß ich noch ziemlich gut. Also, die Sportvereine aus Altstadt sind aufgefordert, uns jetzt anzurufen, 0681 602 3630 in Sachen Vereinsporträt können Sie jetzt anrufen. Jasna, herzlich willkommen zunächst einmal in der Sportarena, zum ersten Mal hier. Die Saison ist jetzt vorbei, Sie haben die Klasse gehalten mit Saarlouis. Sind Sie selbst zufrieden mit diesem letzten Jahr? Thank you for having us here. Yes, I'm very happy about the last season. Oui, je suis très satisfait. Ja, ich bin sehr zufrieden.
Wir haben das getan, worauf wir vorbereitet waren, was wir tun sollten. Und ich hoffe, dass es dann nächstes Jahr weitergeht. Das heißt, Sie haben den Vertrag jetzt unterschrieben. Es ist definitiv, dass Sie nächstes Jahr auch für Frau Lautern spielen? Yes, it is. Oui. Even if, ja, das ist absolut sicher. To stay another year in Germany, ich werde noch ein Jahr in Deutschland bleiben. Extraordinary in our club, even though we are from different cultures, auch wenn wir verschiedene Kulturen sind, and Patricia and the rest Patricia the girls, und ich und die anderen really Spielerinnen, wir verstehen uns sehr gut, wir sind jetzt Freundinnen geworden. Wir haben sehr gut zusammengespielt bei Spielen, die wirklich entscheidend waren. Die Spielerin ist zufrieden, der Verein Heinz Falk auch zufrieden mit seiner Spitzenspielerin? Ja, natürlich. Die Jasna hatte auch einige Startprobleme, hat dann in der zweiten Halbserie hervorragend gespielt. Sie hat in der Rückrunde nur 2 Spielen verloren und gehört damit zu den Topspielerinnen der Klasse. Jasna, Sie kommen eigentlich aus Kroatien, hießen früher Jasna Faslic, haben für Ihre Heimat gespielt und sind dann irgendwann in die USA gewechselt und haben dort schon die Qualifikation geschafft für die Olympischen Spiele. Bei Olympia, glaube ich, haben Sie auch Ihren größten Erfolg bisher errungen. Wann war das? I guess the greatest one would be Olympic medal in der the Olympics. Der größte Erfolg war natürlich die Medaille in Seoul 1988. Und für 2004 bin ich qualifiziert, allerdings für die USA. Ich habe entschieden, tatsächlich entschieden, eine Medaille zu bekommen. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Olympia ist ja ein großes Ziel. Jetzt spielen Sie für die USA. Wie organisieren Sie das? Wann leben Sie in den USA? Wann sind Sie in Deutschland? Dieses Jahr war sehr schwierig bei der Organisation. Es ist natürlich ein großes Ziel, bei den Olympischen Spielen zu spielen. Und ich versuche dann wenigstens das Minimum überall. Und ich werde nächstes Jahr in einem anderen Land zum ersten Mal leben. Ich werde also hier sein, dann können Sie auch gut mit ihr trainieren, Heinz Falk. Wie sehen denn die Zukunftsperspektiven aus? Wie wird die Mannschaft im kommenden Jahr aussehen? Ja, Jasna hat ja letzte Woche unterschrieben, sie wird an Position 1 spielen. An Position 2 ist es uns gelungen, die derzeitige Nummer 4 der schwedischen Rangliste, Matilda Ekström, zu verpflichten, eine 22-jährige Angriffsspielerin. Und 5 Minuten vor der Sendung hat die Patricia, die Jasna hat eben erzählt, dass die Damen sich gut untereinander verstehen und wir haben rumgeflaxt und Patricia hat 5 Minuten vor der Sendung dann für die nächste Saison auch noch unterschrieben. Ja, das ist ja eine schöne Nachricht, die Damen sind da, ich weiß nicht, ob wir sie schon mal gesehen haben, wenn nicht, denke ich, werden wir sie gleich noch mal sehen. Es gab auch Gespräche mit Olga Nemesch, die ja in Saarbrücken lebt. Da ist finanziell noch der Abstand wahrscheinlich zu groß. Olga, denke ich, will da doch noch ein bisschen mehr Geld kassieren, als sie zahlen kann. Ja, wir telefonieren öfter miteinander. Wir haben ja beste Kontakte, da die Tünde, die Schwester der Olga, mehrere Jahre bei uns gespielt hat. Und wir verstehen uns sehr gut. Die Olga trainiert auch ab und an mit uns. Aber wir müssen auch Verständnis haben, dass sie höhere finanzielle Vorstellungen hat, als der Verein sich leisten kann. Was sind Ihre Ziele für nächstes Jahr mit Frau Lautern? Dieses Jahr war es nur der Klassenerhalt. Wollen Sie mehr? I always want more. So for me, ich möchte mehr, natürlich. So of course I want to try to go in Bundesliga with. Ich werde versuchen, in die Bundesliga aufzusteigen. Und we are really grateful that we have so many wir sind sehr froh, dass so viele Zuschauer anwesend sind bei jedem Spiel.
auch in allen Ligen. Und die Sponsoren sind natürlich auch sehr froh und wir sind sehr froh, dass wir auch sehr viele gewinnen konnten. Also, salut, Frau Lautern will in die Bundesliga, zumindest Jasna Reed will das, ein schönes Ziel für das kommende Jahr. Ich darf Ihnen schon mal eine Silbermedaille überreichen, wäre ein tolles Ziel, das ist eine Fußballmedaille, aber vielleicht ein kleines Symbol für das, was Sie sich vorgenommen haben. Herzlichen Dank, Jasna Reed, danke für den Start. Und hier, meine Damen und Herren, uns ist die Zeit ein bisschen weggelaufen. Wir haben den Boxbeitrag, die Boxgala in Saarlouis angekündigt. Die werden wir Ihnen dann morgen zeigen. Morgen um 18.45 Uhr in der Arena am Montag. Dann also auch mehr zum Boxen. Darf mich sehr herzlich bedanken, dass Sie zugeschaut haben. Danke Ihnen hier im Studio. Eine gute Woche. Nächste Woche wieder Sportarena 10 vor 10. Gleiches Studio, gleiche Uhrzeit. Danke, schönen Abend noch. Tschüss.